Willkommen zurück, liebe Leute, zu Dragon Quest Builders 2. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das ist die letzte Folge. Nope, es geht noch weiter. Hätte ich aber nicht gedacht. Und übrigens, Mayroth hat Heilkraut hergestellt. Truppel, ich habe das Heilkraut, was du wolltest. Hier. Rüttelt an mir bis zum geht nicht mehr, bis ich mal aufstehe, ne? Troubley, dir geht es gut. Es ist schön, dich zurück zu haben. Wie fühlst du dich? Ach ja, einigermaßen. Ist soweit in Ordnung. War nicht schlecht deine Arbeit, aber ja. Hey, ganz ruhig, sei nicht böse auf mich. Was habe ich denn getan? Naja, so gesehen, ich nehme an, ich habe dir wohl gesagt, dass ich dich nie mehr wiedersehen will. Und dann wurde ich von meinem uralten, ultimativen Bösen entführt. Haha, tut mir leid, Truppley. Kommt nicht wieder vor. Versprochen. Aber findest du nicht trotzdem, dass du ein klein wenig überreagierst? Los, zieh die Mundwinkel in die andere Richtung. Geht doch, dieses affige Lächeln steht dir viel besser. Spaß beiseite, tut mir leid, dass ich den Mondbach gesagt habe. Nichts davon war ernst gemeint. Ich war nur am Austeilen. Hä? Was ist das? Was sind das für aufblitzende Lichter? Die sind mir gar nicht geheuer. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass Hagon und sein neuer bester Freund etwas im Schilde führen. Wir müssen darüber gehen und sie von dem abhalten, was sie gerade veranstalten. Nanu, willst du mir ein Geschenk geben, bevor wir gehen? Hey, ist das nicht mein... Meine alte Keule, ich kann nicht glauben, dass du das Ding bis hierher mitgeschleppt hast. Aber es bedeutet mir viel, dass du es getan hast. Danke, Truppley. Na gut, jetzt, da alle Geschenke ausgepackt wurden, statten wir diesen beiden einen Besuch ab. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Ja, ich soll jetzt da irgendwie rüber... Achso. Warum bin ich da vorher nicht rübergehüpft? Bin ich echt so blind? Naja, okay, gut. Energie. Das Teil ist ja der Wahnsinn. Seit wann bist du so gut im Bauen geworden, hm? Reißt dir nur nicht das Lenkrad unter den Nagel. Verstanden? Ich will nämlich auch mal. Los geht's. Halten wir Hagon und sein zweites... Und mein zweites Ich... bei dem auf, was sie gerade tun. Aha, was sehen wir da im Hintergrund? Der Überrest lebt. Na super, jetzt geht wieder der langsame Text los. Was nochmal, Mayroth her und... Okay. Aber nicht mehr lange. Bist du deshalb hier, um den Tod zu suchen? Er redet immer noch so lange. Ach, Mann. Das sind dann so die Punkte, wo ich sage, ich müsste einfach mal nachsynchronisieren. Du würdest das Privileg aufgeben, das Ende der Welt zu bezeugen? Ja. So sei es. Wenn es ein Wunsch ist, dann erfülle ich ihn dir gerne. Ja. Heute noch. Wie in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich habe ich noch was vor, aber
Man gewöhnt sich ja mittlerweile dran, dass du extrem langsam redest und ja, aus dem Mund stinkst. Denn scheinbar hast du keine Nase, wo du atmen könntest. Und übrigens, du stinkst auch aus dem Arsch. Weil das ist ein Schlangenkopf. Weichen den Angriffen des Meisters der Zerstörung aus dem Feuer die Knarre ab. Wenn du eine Schwachstelle erkennst, mit links bewegst du dich in eine beliebige Richtung mit Y. Achso. Au. Wow, ernsthaft so ein Rail-Shooter? Wow. Hier nach oben und nach unten fliegen. Kann ich den Narren haben keine Wirkung. Wie soll ich denn hier was machen? Ich kann doch gar nicht hoch und runter. Haha, was hältst du von der wahren Macht des Meisters? Furchterregend, nicht wahr? Halt die Klappe, Hagorn. Warum willst du überhaupt alles zerstören? Was willst du damit erreichen? Ein Volltrottel wie du würde meine hochgesteckten Ziele ohnehin nicht verstehen. Nun, dann werde ich wohl das tun, was Volltrottel am besten können. Du frecher Wicht. Das wirst du noch bereuen, bevor du stirbst. Trupple, auch wenn der alte Flatteronkel etwas anderes behauptet, glaube ich, dass er noch lange nicht bei voller Stärke ist. Was machen wir jetzt? Überlegen, wie wir ihn besiegen können. Bis dahin können wir nur weiter ausharren. Ja, das sollte helfen. Das gibt's doch nicht. Haha, siehst du nicht, dass du völlig machtlos bist? Verstehst du nicht, dass nur der Tod auf dich wartet? Ich glaube, du bist es, der es nicht versteht, Hagorn. Was passiert wohl, wenn alles zerstört wurde? Die Kinder Hagorns werden nicht mehr existieren. Deine Lehren, alles woran du glaubst, wird verschwinden. Haha, das weiß ich und ich freue mich drauf. Bin bereits tot. Die Nachkommen Edrics haben dafür gesorgt. Aber ich gehe nicht allein. Auch sie sollen sterben. Ihre Träume, ihre Überzeugung, alles wird im Nichts enden. Es geschieht bereits. Spürst du nicht, wie das zarte Gewebe der Welt sich um dich herum auflöst? Ist das nicht ein traumhaftes Gefühl? Ich muss die Zerstörung dieser Welt bezeugen. Die Zerstörung von allem. Ich werde zusehen, wie ich selbst zerstört werde. Das ist es, was ich will. Was ich schon immer wollte. Die körperliche Gestalt ist vergänglich. Dazu bestimmt, sich aufzulösen. Schöpfung und Zerstörung stehen im ständigen Gegensatz und kämpfen unaufhörlich um die Übermacht. Die Zerstörung ist dazu bestimmt, die Schöpfung auf ewig zu vernichten. Und du kannst nichts tun, um sie zu verhindern. Nein, du liegst falsch. In Bezug auf Schöpfung und Zerstörung. Ich habe gesehen, was in Grünfeld, Hammerholm und Mondbach passiert ist. Als Truppe des Gottesgewächs baute, veränderte sich die Kneipe, das Schloss und alles, was es sonst noch machte, zum Besseren. Als das Gottesgewächs zerstört wurde oder Babs in Stein verwandelt wurde oder deine Armeen uns angriffen, veränderten wir uns. Wir arbeiteten härter und wurden besser. Sowohl die Zerstörung als auch die Schöpfung haben die Macht, unser Leben zu verändern. Sie sind keine Gegensätze, sie sind eins. Ruhe, du hast genug geplappert. Ah. Aha, dein Ende naht. Der Meister wird dich zu Staub verwandeln. Ah. Mein Geist ist Hagorn aber noch ziemlich lebendig. Wenn wir diesen Typen denn nicht irgendwie besiegen, wir müssen doch etwas tun können. Denk nach, Truppe, denk nach. Nimm in der Zwischenzeit das hier. Ich hoffe bloß, dass wir lang genug aushalten, bis wir einen Plan haben. Ja. Ich kann ja fast gar nicht ausweichen.
Was soll ich denn da machen? Ich glaube, noch einen Treffer überstehen wir nicht. Ja, deine Beharrlichkeit amüsiert mich. Hast du Angst zu sterben? Du hättest ein Gott sein können. Du hättest derjenige sein können, der diese wundervolle Vergangenheit über die Welt bringt. Warum stellst du dich gegen dein Schicksal? Warum sollte ich das nicht? Warum sollte jemand dem Schicksal folgen, das ein anderer vorbestimmt hat und nicht sein eigenes Schicksal suchen? Ha, Narren, bis zum bitteren Ende. Wenn du es wie durch ein Wunder schaffen solltest, uns zu besiegen, was dann? Kehrst du in dieser Welt der Illusion zurück, um zu bauen? Ha, ihr Menschen wollt immer mehr, ihr braucht mehr, egal wie viel ihr baut. Es ist nie genug. Am Ende ist nichts für die Ewigkeit. All eure tollen Werke sind der Zerstörung geweiht. Es wird sein, als ob sie nie gebaut worden wären. Ha, ein interessanter Gedanke, das muss ich dir lassen. Aber das ist nicht der Grund, aus dem wir bauen. Selbst wenn alles zusammenbricht, wir bauen weiter. Wir bauen, weil wir es wollen. Weil wir es genießen, weil es Spaß macht. Ah. Komm schon, Hagon, sag uns die Wahrheit. Als du im Leben warst, gab es da nichts, etwas, das du tun wolltest? Was? Wie bitte? Ja, du weißt, was ich meine. Du wolltest etwas tun. Du wolltest alles zerstören, um deine eigene Welt zu bauen. Deine perfekte Welt. Nein, das stimmt nicht. Du bist nichts anderes als Trollplay. Nicht anders als dieser verfluchte Erbauer? Lächerlich. Er und ich sind uns überhaupt nicht ähnlich. Null. Weißt du was, Hagon? Du bist eigentlich selbst kein schlechter Erbauer. Die Welt, die du erschaffen hast, war zwar nur eine Illusion, doch sie war ziemlich überzeugend. Du unverschämter Kleiner! Ohne dich hätten Trollplay und ich uns nie getroffen, ohne die Welt, die du geschaffen hast. Hätte ich nie gemerkt, wie viel Spaß das Bauen macht. Hör mal, Hagon. Deine Zeit ist fast abgelaufen. Aber ich hoffe, dass du in deinem nächsten Leben ein paar gute Freunde findest. Ich spreche da aus Erfahrung. Freunde finden, aus Spaß bauen, allein von dem Gedanken daran bekomme ich Brechreiz. Allerdings, wenn du den Meister der Zerstörung zerstören kannst, und nur dann, werde ich über das nachdenken, was du gesagt hast. Zeig mir die Macht der Freundschaft, zeig mir, was das Bauen bewirken kann. Alles klar, jetzt müssen wir den riesigen Schläger nur noch zur Strecke bringen. Irgendein schlauer Einfall, wie wir ihn treffen können? Genau. Ich baue mal eben mitten im Flug das Schiff um. Inspiriert durch die Kraft des Gottesgewächses aktiviert Trollplay die Karrenknarren. Gut, unsere Knarren sollten nun schöneren Schaden anrichten. Mit der Kraft des Gottesgewächses können wir die Hälfte seiner Geschosse beseitigen und die Barriere durchbrechen. Schießen wir diese Energiebälle aus dem Himmel und machen wir mit dem Knarren platt. Zeit für den Gegenschlag. Ich hoffe, du bist bereit, Trollplay. Ja, moin. Ja, ist klar. Ich brauche einfach nur noch stehen bleiben. Guck mal. Ich brauche einfach nur stehen bleiben. Mir passiert nichts mehr. Ich kann ja auch mich nicht heilen, gar nichts. Ich brauche gar nicht ausweichen, nichts. Der Meister der Zerstörung wird stärker. Ja, lass ruhig. Aus, das tut weh. Wie sollen wir so einem Angriff ausweichen? Trollplay, fällt dir was ein, um uns davor zu schützen? Sag bloß, ich baue schon wieder was um. Nee, ne? Inspiriert durch die Goldböckchen des Goldschulpen baut Trollplay die Karrenbarriere. Die Karrenbarriere und die Funktion der Schild. Und die funktioniert wie der Schild, den du gegen die Medusa verwendet hast. Na gut, zahlen wir dieser Echse mit gleicher Münze heim. Wenn das nächste Mal mit diesen Strahlen auf uns schießt, errichte die Barriere und schicke sie ihm zurück. Jawohl, moin. Genau. Ja, immer schön. Immer mitten in die Fresse rein. Ach, den muss ich normal ausweichen. Okay, gut. Er wird noch stärker. Was kommt denn jetzt? Wow. Aua, das hat wehgetan. Sieht aus, als wäre jetzt wirklich böse.
Aber vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn das nächste Mal angestürmt kommt, treffen wir ihn, bevor er uns trifft. Wir können aber keine halben Sachen machen. Wir müssen ihn mit einer Art Superwaffe treffen, sonst sind wir Geschichte. Natürlich baue ich jetzt nochmal das Schiff um. Mitten im Flug wieder. Eine Zickzack-Zuckkanone. Ja, gute Idee, Truppe. Hoffen wir auf einen kräftigen Schlag, wie damals auf Mondbach. Alles klar, du kennst den Plan. Sobald er nah genug ist, triff ihn mit der Kanone und lass ihn ein Stück Zickzack-Zuckkanone kosten. Wir können es schaffen, Truppe. Wir müssen es schaffen. Erlegen wir diesen Schurken und erzählen dann Lulu, wie wir die Welt gerettet haben. Wow. Jawohl, moin. Ja, komm, du kriegst richtig schön welche aufs Maul. Den können wir ruhig einstecken. Die ganze macht der. Das Meister der Zerstörung ist freigesetzt. Gut, den kann ich so ausweichen. Bam. Und nochmal. Achso, da müssen wir jetzt so platt machen. Na, verlierst du, hä? Nein, ich kann nicht zerstört werden. Doch, scheinbar schon. Aber jetzt brauchst du wieder lange zum Reden, ne? Ja, er braucht sehr lange zum Reden wieder. Und jetzt ist auch noch, schlaff und K.O. und, ne? Gibt es da im Japanischen eigentlich eine Stimme dazu? Das sehe ich anders. Wir erledigen dich und bauen eine neue Welt auf. Das ist unser Schicksal. Los, Truplay, tun wir es. Malrod hat seinen Talisman zurück. Es ist vorbei. Ich fühle mich wieder lebendig. Die alte Energie strömt wieder durch meine Adern. Das ist alles super, aber was geschieht jetzt? Verschwindet diese Welt der Illusion nun einfach? Warte, warum machen wir ich nicht mehr Sorgen? Du hast schließlich immer ein, zwei Tricks auf Lager. Also, wie lautet diesmal der Plan? Was machst du da? Das ist mein ganz eigener Hammer. So einen wollte ich schon immer haben. Aber was soll ich damit anstellen? Du erklärst es mir unterwegs? Ha, hast du es etwaig, diesen wunderbaren Ort zu verlassen? Alles klar, ich verstehe schon. Gehen wir zurück zum Eiland des Erwachens. Ich wette, sie warten alle bereits darauf, dass wir sicher zurückkehren. Komm schon. Sie machen sich bestimmt Sorgen.
Warum haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Darf ich jetzt fliegen oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wo? Alles ist dunkel. Ja, endlich sind wir da. Schön, nach so langer Zeit wieder zu Hause zu sein. Auch wenn es hier gerade stockdunkel ist. Da drüben, da sind Truppe und Mayrot. Ich sehe wohl nicht richtig. Ihr seid zurück. Ich freue mich, dass ihr zwei so gesund und munter ausseht. Ich wusste immer, dass ihr heil vom Schlachtfeld zurückkommen würdet. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Schön, dass ihr drei uns begrüßt, aber wo ist Lulu? Problem, Mayrot, seid ihr das wirklich? Wieso habt ihr denn so lange gebraucht? Konntet ihr euch nicht denken, dass ich Krankvorsorge bin? Ich hasse euch, euch beide. Ja, Entschuldigung, wir sind zurück und fühlen uns so gut wie noch nie. Truppe, grinst du gerade? Hast du dich wieder mit Mayrot vertragen? Sag mal, Mayrot, du siehst irgendwie ziemlich gelb aus. Gelb? Mir fällt dazu nichts ein. Dieser prächtige goldene Leuchten habe ich meiner Super-Dämonenkraft zu verdanken, damit du es weißt. Hast du gerade wirklich Super-Dämonen gesagt? Oh, du armes Ding. Du hast wahrscheinlich einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen, als du weg warst. Sorry, wenn ich so reinplatze, aber die Welt geht gerade unter. Sollten wir nicht was dagegen unternehmen, bevor wir alle für immer verschwinden? Ihr drei solltet auf jeden Fall mit Braunbart flüchten. Keiner von euch stammt ursprünglich aus dieser Welt. Macht ihr uns keine Sorgen. Diese beiden haben bereits einen Plan im Petto. Ihr habt doch einen Plan, oder? Ausgezeichnet. Wenn das so ist, könnt ihr uns oben bei der Bruchbude, ich meine beim Tempel des haarigen Einsiedlers, alles darüber erzählen. Wenn wir im Dunkeln da hochklettern wollen, wirst du hier brauchen. Wirst du hier brauchen. Habe ich höchstpersönlich erbaut. Hast du wirklich selbst gemacht, Mayrot? Du hättest dir wenigstens etwas Mühe geben können. Aber ich schätze, solange sie funktioniert, erfüllt sie ihren Zweck. Folgt mir, Leute. Auf zum Gipfel. Ich werde nicht auf dich warten. Müssen wir jetzt ernsthaft den ganzen Weg wieder dahin laufen? Ja, müssen wir. Wie sie ja alle Angst haben. Aber zum Glück leuchtet Mayrot so schön hell. Ich muss jetzt ernsthaft auf sie... Sie sagt, sie wartet nicht auf mich, aber macht sie ja dann doch. Sie ist so langsam. Mädel, komm schon. Alle am Verzweifeln, alle am Weinen. Aber okay. Es ist ein bisschen dunkel, ein bisschen düster. Kein Ding. Da wären wir. Hast du Gelegenheit gehabt, auf dem Weg nach oben mit allen zu sprechen? Wie sieht euer großartiger Plan denn nun aus? Problem, Mayrot. Auf ein Wort, wenn's recht ist.
Bitte, ihr müsst uns helfen. Wir wollen keine Illusionen mehr sein. Wir wollen verdammt nochmal nicht verschwinden. Euch beiden fällt doch immer was ein, um euch selbst aus dem größten Schlamassel rauszuwinden. Ihr habt doch jetzt auch einen Plan, oder? Oder? Natürlich haben wir den. Wir bauen eine neue Welt. Wie, was? Habe ich dir das nicht gerade gesagt? Ich habe jetzt geheime Superdämonenkräfte. Ich werde meine neuen Kräfte nutzen, um die Scheinwelt neu zu erbauen. Auf diese Weise verlieren wir nichts. Potztausend, das ist echt mal eine tolle Idee. Ist mir unbegreiflich, wie du immer auf so welche Sachen kommst. Aber Malrod, wenn du das für uns tust, setzt du nicht deine besonderen Kräfte aufs Spiel? Und wenn schon, das ist es auf jeden Fall wert. Haha, das ist so typisch für dich, Malrod. Gut zu wissen, dass du dich kein bisschen verändert hast. Sollen wir es hinter uns bringen, Truppley? Ich wäre so, wenn du es bist. Nun, es wird höchste Zeit, dass wir unsere Kräfte sinnvoll einsetzen und die Welt neu erbauen. Ich habe die Nase von diesem unechten Ort gestrichen voll. Bist du bereit, mit dem Bauen anzufangen? Gut. Ich will dir vorher nur noch eins sagen. Bisher habe ich nie die richtigen Worte gefunden. Erinnerst du dich an das Versprechen, das du mir bei Lulus leckerem Kuchen am Strand gegeben hast? Danke, dass du es gehalten und mich gerettet hast. Ich bin ziemlich sicher, dass es noch andere Dinge gibt, die ich dir sagen und dich fragen wollte, aber die können warten. Im Moment will ich nur eins loswerden. Für einen Jungen, der nur Bauen im Kopf hat und einen Typen, der unentwegt Dinge zertrümmert, waren wir ein ziemlich gutes Team, oder? Ha, ich wusste, du würdest das sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gefragt habe. Argon meinte, als Meister der Zerstörung sei es mein Schicksal, diese Welt auszulöschen. Aber es hat auch noch etwas anderes gesagt, ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte. Er sagte mir, dass du mir begegnen würdest, dass es meine Bestimmung sei, einen Erbauer kennenzulernen. Vielleicht hat er damit ja recht, aber willst du meine Meinung hören? Ich glaube, ich habe bis an mein Lebensende genug von diesem Schicksalsgelaber gehört. Es wird Zeit, dass wir die Welt neu aufbauen, Truplay. Denn wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Stimmt's? Na, jetzt bin ich mal neugierig. War es jetzt eine Genki-Dama? Eigentlich ja nicht, aber sieht schon imposant aus. Gut, das war es dann mit Dragon Quest Builders 2. Ja, Charakterdesign Akira Toriyama, ihr wisst, Dragon Ball, deswegen Dragon Quest, Dragon Ball. Es sind da halt ein paar klitzekleine Parallelen. Und ich muss sagen, also auch hier wieder ganz zum Schluss, ne, wieder sehr schön inszeniert. Aber jetzt komme ich mal zu dem Fazit vom Spiel. Während mich der erste Teil wirklich noch geflasht hat mit neuen Ideen, neuen Möglichkeiten und so weiter, war es beim zweiten Teil am Anfang auch genau der gleiche Fall. Es wurde wirklich Neues, Neues, Neues. Aber dann diese letzte Sache in dieser Zwischenwelt, wo ich dann mit den Monstern zusammen eine Arche gebaut habe, war nett inszeniert, ja. Aber da war halt der Punkt, wo ich so dachte, jetzt noch mehr? Wie lange denn noch? Es hat sich insgesamt, hat sich das Let's Play größer, es war ja auch größer, es war fülliger als das erste Let's Play zum ersten Teil, aber insgesamt trotzdem ein Spiel, ein Must-Have wirklich für alle Dragon Quest Fans, ein Must-Have für
Minecraft-Fans, ein Must-Have für Fans von Akira Toriyama und ein Must-Have für Square Enix-Fans. Definitiv. Denn ihr habt hier einmal eine gute Story, eine gut inszenierte Story. Ihr habt hier kreative Möglichkeiten wie in Minecraft. Ihr habt den Artstyle von Akira Toriyama. Und es schließt auch ein paar Lücken in der Dragon Quest Story, so wie ich das irgendwo mal gelesen habe, dass es sich dafür lohnt, sich das mal anzugucken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung und freue mich jetzt schon, wenn Dragon Quest Builders 3 erscheint. Auch das werde ich dann zusammen mit euch natürlich spielen, wenn ihr Lust darauf habt. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wird es wieder ein, zwei Jahre dauern, aber ich denke mal, wenn es dann soweit ist, dann können wir uns da wiedersehen. Genießt jetzt noch die Credits. Ich bedanke mich, sage bis demnächst und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Aha, wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Troplay. Jetzt, da die Welt nicht mehr zu verschwinden droht, können wir hier so lange weiterbauen, wie es uns gefällt. Hey, Troplay, mir liegt da was auf der Seele, seit wir uns das erste Mal begegnet sind. Dieses große Buch auf deinem Rücken. Was hat es damit auf sich? Was steht da drin? Komm schon, gib her, ich will mal reingucken. Ja, bau er Almanach. Also, heißt das Ding, was steht auf dieser Seite hier? Da steht, wenn ich Erbauer werde, was bedeutet das? Was sind das für Kritzeleien? Das ist ein großer Baum und ein Golem, ein Schloss und ein komisches Fahrzeug mit einem albernen Namen. Sieht ganz so aus, als hätte irgendein Kind in dein wichtiges Buch gemalt, Troplay. Nein, stimmt gar nicht. Du hast das gezeichnet, nicht wahr? Als du noch klein warst. Alles, was du gebaut hast, war in diesem Buch, seit du ein Kind warst. Haha, du bist nicht zu fassen. Du bist wirklich voll und ganz besessen. Es scheint, als sei die Geschichte geschrieben. Aber die Arbeit eines Erbauers ist niemals wirklich beendet.